Servus Last of Us Freunde, in diesem Video geht es um die besten Skills und Waffen-Upgrades. Man kann ja in einem Spieldurchlauf nicht alles skillen und viele Skills und Waffen-Upgrades sind unnütz. Deswegen hier dieses Video, dass ihr die richtigen Sachen skillt und upgradet. Bleibt dran, es lohnt sich. Ressourcen in The Last of Us 2 sind Mangelware. Ich bin mit dem Spiel soweit durch und kann euch genau sagen, welche Skills und Waffen-Upgrades sich lohnen. An dieser Stelle, es gibt natürlich im Video ein paar Spoiler. Als allererstes seht ihr natürlich die ganzen Waffen, die man im Spiel findet. Und top natürlich die Skills. Ich kann es euch trotzdem empfehlen, schaut das Video an, denn es bringt eigentlich nichts, irgendwie anzufangen, die ganzen ersten Bäume durchzuskillen oder die Pistole zum Beispiel komplett abzugraden und nachher fehlen euch Ressourcen für andere geile Waffen und natürlich für bessere Skillbäume. Ich finde den Spoiler jetzt auch nicht allzu groß. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich habe nämlich mit den Skills gewartet und auch mit den Waffen-Upgrades und relativ spät geskillt und das habe ich dann auch bitter bereut. Es gibt im Video auch noch einen größeren Spoiler, dazu später mehr. Ich werde euch da rechtzeitig informieren, wann ihr aufhören solltet zu schauen, wenn ihr noch nicht weit genug in der Story seid. Keine Panik. Fangen wir mit den besten Skills an. Hier noch eine wichtige Info, ich habe im Spiel alles abgesucht, deswegen besitze ich sehr viele Pillen und auch sehr viel Schrott. Kann sein, dass ihr weniger besitzt, wenn ihr natürlich nicht alles durchsucht habt. Nur zur Info, es gibt im Spiel 5 Skillbäume, die seht ihr hier auch. Man kann sie auch verpassen, denn die Skillbäume schaltet man frei, indem man Magazine im Spiel findet. Ihr könnt auch gern von mir noch ein anderes Video anschauen, einfach auf dem Kanal vorbeischauen. Da zeige ich euch, wo ihr die ganzen Magazine findet, dass ihr auch alle Skillbäume freischaltet. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, denn gerade die letzten Skillbäume haben sehr heftige Skills, die euch im Spiel einen großen Vorteil bringen. Wir fangen jetzt einmal ganz kurz mit dem Tarnungsskillbaum an. Der ist nämlich extrem gut. Ihr seht, er ist auch komplett durchgeskillt bis nach unten. Als allererstes sehen wir oben, dass wir den Schalldämpfer dadurch freischalten für die Pistole. Wir können 3 Schuss abgeben, die man eben nicht hört, und Gegner stealthmäßig ausschalten aus größerer Entfernung. Man braucht Lumpen und Kanister und kann sich dann immer den Schalldämpfer herstellen. Finde ich einen sehr, sehr guten Skill. Als nächstes gibt es den Lauschmodus Klarheit. Man kann hier Gegner durch Wände sehen. Finde ich auch sehr nützlich. Gerade wenn Klick oder Infizierte im Raum sind, ist es nicht verkehrt, wenn man durch die Wände schauen kann. Denn der Skill ist nicht so wichtig. Wenn man im Bauchlager unterwegs ist, kann man eben 50% schneller robben. Ich bin sehr wenig auf dem Boden gerobbt. Leider muss man es eben skillen. Der Skillbaum von The Last of Us 2 finde ich persönlich auch nicht so geil. Denn man muss immer runter skillen, um den letzten Skill zu bekommen und hat da keine anderen Optionen. Finde ich ein bisschen lame gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Skill brauchen wir nicht unbedingt, aber die 2 Skills drunter sind verdammt gut, denn einmal wird der Schalldämpfer von 3 auf 5 Schuss erhöht, erhebt einfach länger, was ich persönlich ganz nice finde. Und der letzte Skill ist einfach nur brutal. Und zwar, wenn man lauslose Kills macht mit dem Messer im Endeffekt, sind die 100% schneller von der Geschwindigkeit. Man steht ja teilweise schon oder immer eigentlich sehr lange rum, bis der auf dem Boden ist oder bis er im Endeffekt tot ist. Und hier geht es dann 100% schneller. Deswegen habe ich das auch bis nach unten geskillt. Das hilft euch im Spiel weiter. Beim Fertigungsskillbaum sollte man nur den ersten Skill freischalten. Fertige Verbesserungen für Nahkampfwaffen. Sie heben dann einfach länger und sind auch stärker. Das lohnt sich wirklich, denn man findet nicht so viele Nahkampfwaffen im Spiel. Hier ist es wichtig, skillt diesen Skill erst, wenn ihr den Bogen besitzt. Davor bringt das Ganze noch nichts. Den Bogen kann man auch nicht so verpassen. Nur zur Info. Kommen wir zu den 2 letzten Skillbäumen. Man schaltet zuerst den Präzisionsskillbaum frei und danach den Sprengstoffskillbaum. Wenn ihr nicht genügend Pillen besitzt, schaut, dass ihr den Präzisionsskillbaum nicht skillt. Der ist nicht so wichtig wie der Sprengstoffskillbaum. Den bekommt man eben als allerletztes. Spart da auf jeden Fall ein paar Ressourcen, denn hier schaltet man als allererstes Sprengpfeile frei. Ultra nützlich. Ihr könnt eben mehrere Gegner wegsprengen damit aus größerer Entfernung. Der nächste Skill ist für die Sprengpfeile, finde ich jetzt nicht so wichtig, aber der Radius ist hier auch nochmal um 50% erhöht. Man muss ihn eben skillen, um die unteren zu kriegen, die noch krasser sind. Zum Beispiel der Radius vom Molotow-Cocktail um 50% vergrößern ist ultra wichtig und sehr stark. Für mich persönlich die stärkste Waffe im Spiel. Die Kombination mit dem Backstein und Molotow-Cocktail ist bei Infizierten und Mutierten extrem stark. Alle rennen auf eine Stelle und wenn dann der Molotow-Cocktail kommt, wird alles niedergebrannt. Die heftigste Combo, deswegen das auf jeden Fall skillen. Als nächstes ist es so, dass man im Endeffekt für die Sprengfallen weniger Material braucht, um welche herzustellen, und man kann auch mehr mitnehmen, was auch Gold wert ist. Und das gleiche auch unten nochmal bei den Sprengfallen. Man braucht weniger
weniger Material, um sie herzustellen, und hat nochmal einen Sprengpfeil mehr im Inventar, ist auch sehr nützlich. Deswegen lohnt sich, diesen Sprengstoff-Skillbaum durchzuskillen. Dann zum Präzisions-Skillbaum. Wenn man wirklich läuft und zielt, ist das sehr nice. Man hat mehr Stabilität und Genauigkeit. Ich bleibe aber meistens zum Schießen stehen, ist aber einfach spielerbedingt. Könnt ihr natürlich dann auch skillen, wenn ihr immer lauft, ist es sehr, sehr nützlich. Schnellere Bewegung beim Zielen ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und was eben hier nice ist, das ist Atemanhalten, das ist aber nur beim Scharfschützengewehr mit dem Scope im Endeffekt. Braucht man auch nicht unbedingt, ist aber ganz cool. Dann trifft man natürlich viel besser. Und hier unten auch nochmal, dass man mehr Pfeile im Endeffekt mitnehmen kann, von 2 auf 3. Sollte man vielleicht auch skillen, wenn man eben mehr Pillen noch zur Verfügung hat. Alle anderen Skills finde ich nicht unbedingt wichtig, braucht man nicht unbedingt im Spiel. Wenn ihr auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die ersten 2 Skillbäume durchzuskillen. Aber ich denke, dass das die wenigsten von euch machen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Waffen-Upgrades, denn da kann man auch viel falsch machen, denn man kriegt, wie gesagt, nicht so viel Schrott und manche lohnen sich einfach extrem. Fangen wir mit der Pistole an. Es lohnt sich im Spiel extrem, allgemein bei jeder Waffe, die Stabilität zu verbessern. Das Fadenkreuz schwankt nicht so stark und man trifft einfach besser. Bedeutet natürlich auch gleichzeitig, die Gegner sind schneller tot, man schießt sich daneben und man braucht weniger Munition, weil man natürlich besser trifft. Deswegen, es lohnt sich eigentlich bei jeder Waffe, die Stabilität hochzuschrauben. Als nächstes habe ich noch die Magazinkapazität erhöht, einfach dafür, dass man im Kampf weniger nachlauern muss. Auch das hilft natürlich, man kann im Endeffekt mehr Schuss hintereinander raushauen. Das war soweit für die Pistole am Anfang. Die 2 Skills lohnen sich extrem. Beim Revolver sieht das ein bisschen anders aus. Hier auf jeden Fall auf Schaden skillen. Ihr braucht eben einen Schuss weniger, um die Gegner auszuschalten. Auch das ist sehr nützlich. Die anderen Skills habe ich jetzt hier noch nicht geskillt. Normalerweise reichen die 6 Schuss, die man im Magazin hat, aus. Man muss dann nicht schneller nachladen oder so. Was ich noch skillen würde, wenn ich mehr Skills frei oder mehr Schrott frei hätte, auf jeden Fall auch hier beim Revolver nochmal die Stabilität zu erhöhen, dass man eben genauer schießen kann und nicht so viel Schuss daneben haut. Dann kommen wir zur Schrotflinte. Hier lohnt es sich natürlich extrem, die Kapazität zu erhöhen. Man muss natürlich bei der Schrotflinte relativ lange nachladen, immer die Schuss einzeln rein. Und wenn man dann ein größeres Magazin auch wieder hat, muss man weniger nachladen. Und das ist auf jeden Fall im Fight angenehm. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Gewehr. Hier habe ich es so gemacht, schaut, dass ihr als allererstes den Schaden skillt. Auch hier wieder, ihr braucht einen Schuss weniger, macht natürlich Sinn. Und die Gegner sind schneller tot. Dann das Zielfernrohr, finde ich, ist auch nicht verkehrt. Könnt eben von weiter weg Gegner ausschalten. Kapazität auch ultra wichtig. Würde ich sogar noch vor dem Zielfernrohr freischalten. Und Stabilität auch noch rein. Alles gilt, egal welchen ihr jetzt hier habt, würde ich alles durchskillen. Schaden auf jeden Fall zuerst, dann die Kapazität, dann die Stabilität und zu guter Letzt das Zielfernrohr. Und beim Bogen sieht das Ganze wie folgt aus. Hier habe ich noch die Spanngeschwindigkeit erhöht. Ist einfach nice, wenn man schnell den Bogen spannen kann. Man geht aus der Deckung raus, er ist schneller gespannt und man kann schnell den Gegner abschießen. Reduziert die Chance, gesehen zu werden. Und als nächstes auch hier nochmal die Stabilität, dass der Bogen weniger schwankt. Die anderen Skills langen mir jetzt hier, oder da habe ich noch nicht geskillt, langt auch nicht mehr arg viel mehr zu skillen. Da braucht ihr, wie gesagt, im Endeffekt den zweiten Durchrun, den New Game Plus Modus, um die restlichen Skills voll zu kriegen oder die restlichen Upgrades auch voll zu kriegen. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, an dem es jetzt hier einen riesigen Spoiler im Video gibt. Wer noch nicht Tommy gefunden hat, der sollte das Video nicht nachgucken oder anschauen. Ansonsten bekommt der, wie gesagt, einen großen Story-Spoiler. Und das wäre auf jeden Fall ein bisschen schade. Man soll sich nämlich selber überraschen lassen und natürlich die Story genießen. Es geht jetzt im Endeffekt gleich los. Schaltet, wie gesagt, ab, wenn ihr Tommy noch nicht gefunden habt. Ich zähle jetzt hier von 5 runter. Dann kommt im Endeffekt der Spoiler. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Wir machen mit den nächsten Skillbäumen weiter. Diesmal natürlich von Abby. Wichtig ist auch hier, es gilt nicht alles direkt am Anfang runter, denn gerade die letzten Skillbäume geben euch sehr heftige und starke Fähigkeiten, die euch im Kampf natürlich weiterhelfen. Beim ersten Skillbaum, beim Einsatz-Taktik-Skillbaum, würde ich nur die Gesundheit skillen. Ist direkt der erste Skill. 25% mehr ist nice. Muss man nicht unbedingt, wenn man eh mit Leben gut auskommt, aber der ist nicht verkehrt. Im zweiten Skillbaum auf jeden Fall Messer anfertigen. Man kann 2 Messer herstellen und wenn eben ein Klicker im Nahkampf einen angreift, geht man nicht drauf, sondern kann
kann eben mit dem Messer in den Kopf und dann ist er direkt tot. Ultra nützlich, skillt das auf jeden Fall. Dann der dritte Skillbaum, Nahkampf, braucht man nicht unbedingt. Wenn man wirklich genug sucht, hat man immer Munition, immer auch so Nahkampfwaffen, dann braucht man den Impuls nicht. Den würde ich erst skillen, wenn ihr die letzten zwei Skillbäume komplett voll habt. Was hier halt noch auch cool ist, sind Medikits, haben 50% mehr Heilung. Kommen wir zu den letzten Skillbäumen, zum Schusswaffen-Skillbaum. Abby hat keine Molotow-Cocktails, dafür Brandpatronen auf jeden Fall skillen. In der Schrotflinte könnt ihr eben immer zwei Schuss abgeben, die Gegner brennen an und greifen euch nicht mehr an. Super nützlich. Als nächstes Munition für die Jagdpistole, sehr starke Waffe. Wenn ihr noch was verbessert habt bei der Waffe, dann könnt ihr sogar die Gegner one-shotten. Ultra geil. Der nächste Skill ist nicht so wichtig, muss man eben runterskillen, um die zwei letzten zu bekommen. Die Fertigungsmenge ist hier erhöht, man stellt eben mehr Munition her mit den gleichen Ressourcen. Das gleiche auch nochmal bei der Schrotflinte und top ist die Magazinkapazität erhöht. Man kann mehr Schuss mitnehmen, was natürlich immer Gold wert ist, deswegen komplett runterskillen. Der letzte Skillbaum sieht wie folgt aus. Der erste Skill ist jetzt nicht so wichtig, die Fertigungsgeschwindigkeit ist eben doppelt so hoch, was natürlich geil ist, die Haltbarkeit der Waffen ist verbessert, plus 1 und auch hier der Sprengradius der Bohrbomben ist um 50% erhöht, sind ultra stark, ich habe so viele Gegner mit weggesprengt, auch eine sehr starke Waffe im Spiel. Hier hat man auch den Schalldämpfer dann von 3 auf 5 Schuss nach oben und unten kann man auch nochmal mehr Rohrbomben mitnehmen und auch mit weniger Material herstellen, ebenfalls sehr nützlich, deswegen die zwei Skillbäume auf jeden Fall komplett durchskillen. Kommen wir zu den Waffen-Upgrades, die sich lohnen. Fangen wir mit der Militärpistole an, hat man ja direkt auch am Anfang. Hier auf Stabilität verbessern, denn ihr seid einfach, ja, genau, könnt genauer zielen, schießt selten daneben, die Gegner sind schneller tot. Wenn es gut läuft, braucht ihr natürlich auch weniger Munition. Als nächstes auf Kapazität, hier ist einfach so, ihr müsst im Kampf weniger nachladen, hat auf jeden Fall einen Vorteil. Kommen wir zum Halbautomat. Gewehr hat man ja auch direkt am Anfang. Hier kann ich euch empfehlen, auch wieder auf Stabilität. Ihr trefft einfach genauer und auf Magazinkapazität erweitern. Ihr müsst seltener nachladen. Wer möchte, kann auch noch den Feuerstoß skillen. Hier kann man umschalten dann und drei Patronen direkt rausdrücken. Ist der Gegner schneller tot. Ihr braucht nur Körpertreffer. Ich habe es nicht geskillt, denn ich versuche immer auf den Kopf zu zielen. Und wenn man natürlich einen Kopftreffer macht, ist er One-Hit oder One-Shot eher gesagt. Und dann braucht ihr die zwei Schüsse danach nicht mehr. Die sind im Endeffekt vergeudet. Deswegen habe ich es nicht geskillt. Kommen wir zur Jagdpistole, eine ultra starke Waffe, hier als allererstes auf Schaden, denn dadurch könnt ihr die Gegner mit einem Schuss weghauen, sind im Endeffekt One-Shot, sehr nützlich, als nächstes auch auf die Stabilität, umso besser könnt ihr treffen, ist natürlich schade, wenn ihr hier mit dieser Waffe daneben schießt, denn ihr müsst nach jedem Schuss nachladen. Dann kommen wir zur Schrotflinte, würde ich sagen, als allererstes. Stabilität habe ich hier nicht geskillt, denn man schießt eben Nahkampf und da trifft man normalerweise immer. Was gut ist, ist natürlich auch der Schaden erhöhen. Die Gegner sind eben einfach schneller tot und als nächstes auf Nachladegeschwindigkeit, denn man hat immer nur zwei Schuss in der Schrotflinte und hier ist einfach cool, wenn man schneller dann wieder schießen kann. In brenzlichen Situationen sehr nützlich. Und zu guter Letzt die Armbrust. Hier finde ich es persönlich auch sehr nützlich auf Stabilität. Man trifft einfach besser und dann noch auf Nachladegeschwindigkeit. Ihr könnt dann eben schneller den nächsten Pfeil anlegen und es ist einfach eine geringere Prozentzahl, dass ihr im Endeffekt entdeckt werdet. Das war's vom Video. Wer natürlich mehr zu Last of Us 2 sehen möchte, kann gerne immer auf meinem Kanal vorbeischauen. Da solltet ihr eigentlich alles finden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Würde mich natürlich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.